Das Model-Business kann tödlich sein. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Okay, und läuft. Ruhe alle. Im Oktober war Ihre Beerdigung. Erzählen Sie uns von Ihren Kindern. Aber bitte schon bei den ersten Anzeichen. Das ist die schwerste psychosomatische Erkrankung, die man kriegen kann, eine Essstörung. Die Kliniken sind schon fast überfüllt. Jedes fünfte Kind, das sind 1,4 Millionen Menschen in Deutschland. Sie stecken sich die Finger in den Hals und denken so, mein Essen wird jetzt nicht verwertet, mein Körper kann davon nicht dick werden. Und da sterben mehr Leute dran als an Depressionen. Ich bin der Meinung, dass man bei diesen Sachen eigentlich helfen muss. Das ist schauspielerisch eine totale Herausforderung. Es war bei weitem der ruhigste, beschaulichste Dreh, den ich hatte. Und heute war alles so entspannt und ruhig. Die Spots sind entstanden in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Berndt und wir sind von Anhard sehr glücklich, dass er sich dieses Themas angenommen hat, weil ich glaube, es hätte sonst kaum jemand geschafft, dieses Thema so berührend und so auch aufrüttelnd rüberzubringen. Einfach toll, wie die uns hier machen lassen. Und ich finde es auch richtig, die Entscheidung ist wichtig, dass ich mich halt von dem Schweizer da reinrennen lassen in das Ding. Das war ein gutes Training, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie man schützen kann. Vielleicht durch aufmerksame Freunde, die wirklich aufpassen, die merken, wenn irgendwas schief läuft. Das ist wie bei Alkoholikern. Richtige Alkoholiker kann erst richtig trocken werden, indem er schlicht und einfach sagt, ich bin Alkoholiker. Und dass man einfach eigentlich lernt, wieder Sachen zu genießen. Ein gutes Bewusstsein der Kinder für sich selber und einen guten seelischen Gesamtzustand. Schönheit ist relativ. Beauty never hurts business. Man kann halt sagen, es gibt eine gute Chance, geheilt zu werden, wenn man möglichst früh sich Hilfe holt. Meine Hoffnung ist, dass diese Spots jetzt möglichst an vielen Stellen gezeigt werden. Und dahinter ist bei Anhard immer, dass wir manche, die schon betroffen sind, schneller erreichen, als wir es sonst tun würden. Okay, und läuft. Ruhe alle. Sie waren ein ganz normales Mädchen. Gut in der Schule, viele Freunde, bei allen beliebt. Mit der Pubertät kamen die Diäten. Im Mai wog sie noch 50 Kilo. Sie zählte immer wieder Kalorien. Im Juli saß sie nur noch zitternd auf dem Sofa. Im September wurde sie in der Klinik zwangsernährt. Im Oktober war ihre Beerdigung. Erzählen Sie uns von Ihren Kindern. Aber bitte schon bei den ersten Anzeichen. Anhard, Beratungsstelle für Essstörungen. Das Model-Business kann tödlich sein. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Anhard,
Beratungsstelle für Essstörungen,